Hallo liebe Leute, hier ist der Mann 7002 und heute wird es bombig. Was ihr in der letzten Folge noch Komm auch nicht... nur du. Ja, sage ich auch. Und ich sehe das. Ich rufe es beim lieben Herrn Pegasus an. Nein, bei der Firma Pegasus natürlich. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? So your specialty vehicle is available for collection right now. We hope you're very happy, sir. Spawnt er mal ausnahmsweise da hinten. Ich finde das Spiel echt mal geil jetzt. Nein, ich will keine Antwort, Anruf von dir haben. Ups. Willst du mal lieben Panz? Und die Jagd ist angeblasen. Es geht jetzt zu meinem Panz. Weißt du, was gerade geil ist? Ich stelle gerade fest, ich kann mein Bullenauto gratis in irgendeine Farbe lackieren. Hm. Aber die Originalfarbe ist geiler. Und da steht das schöne Schätzchen. Dann geht's mal rein in das schöne Teil. So, jetzt dreht sich gleich die Karre ohne schluckartig nach rechts. Nicht über meinen Wagen. Jetzt ist auch schon los. Auf dem Weg zu dem lieben Flo. Um ihn abzuholen natürlich. Nichts anderes. Nur ab. Na Flo? Ich weiß, abholen im... Das Auto ist immer noch schusssichere Reifen verpasst. Hast du das vorher noch nicht gehabt? Nein. Oh, das ist aber dämlich. Eins der gepanzerten Fahrzeuge außer dem Panzer, das keine schusssicheren Reifen hat. Ja, weil ich kein Geld dafür hatte. Oh, du hast kein Geld dafür. Wie viel Geld hast du jetzt? Aber jetzt habe ich ja wieder Geld durch die 500.000, die man gekriegt hat. Oh, das ist natürlich schön. Schreibt mal, was ihr von den 500.000 haltet. Ob das jetzt Kleinleuchten geholfen hat und das gut ist oder ob einfach nicht über den Wagen rüberfahren. Dass einfach nur anderen Leuten, die schon eh gecheatet haben, noch mehr Geld in den Arsch spießt, sagen wir es mal so. Und was ihr natürlich noch von dem beschissenen Sperrsystem haltet, also im Spielverderben. Viele Leute regen sich darüber auf, ich auch zum Beispiel. Es ist einfach dämlich gemacht oder zumindest panzerverbuggt. Man muss nur stehen bleiben. Ein anderes Auto muss in dich reinfahren nur und du wirst nach ein paar Mal, wenn er dir ein paar Mal reinfährt, wirst du schon gesperrt und das regt einen selbst auf. Besonders wenn man derzeit pinkeln war, genauso wie ich, und dann wusch gesperrt ist für 2 Tage, also nur mit Spielverderber zusammen sein kann. So von unfair. So was von unfair. So. Flo, bin in deiner Nähe. Jo. Ich geb Gas, ich geb Gas. Wo bist du denn? Guck mal, aus meiner Garage rausgefahren mit einem kleinen roten Schlitzer. Oh, bin ich auch gefahren. Oh, noch eins. Und da ist noch einer. Oh. Das ist ja ein Elektroauto. Was ist das? Nicht schlecht. Ein Elektrowagen. Der böseste Motor. Ja, ich hab einen Elektrowagen. Muss mir mal ein bisschen die Bahn frei halten. Das ist ein Elektroauto. Vorsicht. Geleitschutz vom Panzer. Soll mir nicht den Weg versperren. Aber das Ding zieht aber richtig schön durch. Elektromotoren haben ja eine höhere Beschleunigung als Verbrennungsmotoren. Die können ja auch mit 18.000 Umdrehungen. Weil die, ja, die Umsetzung ist gleich von jetzt sofort auf da. Trotzdem gibt es noch einen zweiten beschissenen Elektrowagen hier und der ist wirklich beschissen. Wie schon gesagt, beschissen, beschissen. Nicht einfach beschissen, sondern beschissen, beschissen.
Und das Schönste wäre jetzt, wenn du mir gleich noch folgen würdest. Ich habe nämlich was sehr Schönes vor mit dir und dem Panzer. Wir fahren in die Berge. Falls wir so weit kommen. Los Santos Customs macht für mich und meinen Panzer auf. Ich fahre jetzt mit dem Panzer in Los Santos rein. Ich hab's reingeschafft. Ich hab den Arsch umgelegt. Ja, der hat auch gerade bei mir Puff gemacht. Und die Bude wird aufgeräumt. Das Ding nenne ich jetzt den Ghetto Blaster. Ballert man die ganze Zeit in der Garage? Kommen die Bullen nicht. Ballert man hier einmal gegen die Hauswand, wird man sofort von den Bullen gesucht. Zumindest sonst. Voll unfair. Kommst du das mal raus da? Ich bin doch am Tune, Mann. Das Tor geht nicht auf. Geht's jetzt auf? Nein. So, jetzt stehe ich in Los Customs drin, jetzt geht das Tor auf. Ja, weil ich davor gefahren bin. Mein E-Auto. Jetzt kommen schon wieder die Bullen, nur weil man gegen die Wand geschossen hat. Die Wand ist ja auch so wichtig. Und jetzt auf in die Berge mit deinem E-Auto und mir. Wo uns keiner was anhaben kann, nicht mal die Helikopter. Ich muss aufpassen, dass ich den nicht in den Rhein fahre. Ja, das wäre scheiße. Was kostet der Wagen? Das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht sehr viel, ne? Das ist ein Elektrowagen. Kannst du ein bisschen fahren? Ich habe Angst, mit dem Panzer nicht zu überfahren. Ja, der ist schön der ist schön rübergeflogen. Ganz ehrlich, das Ding sieht aber richtig schön mit Schmackes durch. Aber nicht so wie der XF, oder? Fahr, 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 fahr! Ich weiß ja nicht, wo du längs willst. Ja, einfach geradeaus erstmal. Am besten auf so einem freiliegenden Berg. Allein schon, das finde ich immer noch so unlogisch an GTA. Der Panzer hat ja 1500 PS, ne? Und dann gibt es solche Chuck Norris Bäume, die du kannst immer noch nicht umfahren, auch mit 1500 PS nicht. Genauso wenig wie diese Telefonmasten hier. Oh, ist das geil, wie die immer schön abheben, die Autos. Immer wenn du unter sie unten reinfährst, ne? Ja. Such schon mal einen schönen Berg, ich folge dir. Oder ich versuch's so schnell zu machen. Weil ich fahre im Moment... Oh, ich hab eine Tür verloren. Warum fährst du nach rechts? Gibt's da was Besonderes? Ja, da können wir auf den Berg rauf. Ah, cool. Okay, versuchen wir es auf den Berg rauf. Hoch zum Galileo-Museum oder Observatorium.
Ach, da oben. Okay. Ich bin jetzt oben im Galileo-Museum. Oder Aussichtspunkt. Komm zu dir. Ich finde das geil, wie du einfach nicht durchs Fernrohr gucken kannst, wenn du kein Cash bei dir hast. Du kannst durchs Fernrohr gucken? Ja. Auch nur, wenn ich Cash hätte. Komm schon, liebe Bullen, da hinten. Ich will doch nur einen Bullenwagen zerstören, ist das zu viel verlangt? Die Leute, die hier alle am Weglaufen sind. Kannst du mal einen Bullen erschießen mit der Sniper, dann stehen ein paar. Du hast auch den dicken Panzer. Hab 3 Sterne endlich. Fahr nicht in mich rein, du oben. Du stirbst, das sag ich dir, fahr weg. Meine Vorderräder sind weg. Ja. Ich sag doch noch, fahr nicht in mich rein. Was macht der? Fährt voll in mich rein. Mongo. Da, mein erstes Opfer, der Helikopter. Hey, ich kann nur geradeaus fahren. Was erwartest du noch von einem Ding ohne Action? Ohne Reifen. Alter, so wie ich hier fahre, müsste das Auto eigentlich schon längst hochgehen. Ah. Komm mal wieder hoch, kannst mir ein bisschen Beistand leisten. Ja, wieder nur ohne Vorderräder. Laufen. Jetzt wo wir kloppt, ich rufe jetzt erstmal Martin an, ich will erstmal eine Mission haben. Nein, doch jetzt nicht. Jetzt wo wir gerade so dann viel haben wir eine Mission haben. Noch für. Dann haben wir noch eine Mission für diese Folge und dann. Ja, okay, auch wieder mal. Wieder Ende. Da ist ein Bulli. Da war ein Bulli. Da war ein Bulli. Komm schon, lieber Helikopter. Welches Level war noch außergerichtliche Einigung? Das ist irgendwie so ein Pipifax-Level, ist ja 22. Welche mit so einem Pipifax-Level? Gucken, vielleicht hätte ja mal Geralt eine vernünftige Mission für das Level. Okay, einer weniger. Zwei weniger. Schön, wenn man die Bullen hier abschlachten kann. Der Bullenabschlacht sind klar. Mann, wieder so eine Pussy-Mission. So unterlevelt. Dann rufe doch mal Ron an. Mal gucken, was der so hat. Der hat gar nichts, der ist auch nicht gut. Ron ist die Oberpussy schlechthin. Oh, schon wieder Basisarbeiten, ja, hier ist keine Lust drauf. Hier müsste ich wohl irgendwo sein. Oh, mal gucken, was Simon so hat. Es klapperst du alle Abwehr, was du musst. So, vielleicht hat der eine davon mal was Gutes.
Stufe 10 Job, noch schlimmer. Ach, ist auch okay. Wir müssen uns den dann Niveau anschauen. Oh, mein Niveau. Oh, komm schon! Kannst du mir nicht einfach mal helfen beim Bullen abschlachten? Nein, du hast den Panzer. Kannst du einfach mal ein bisschen. Also will ich mal ein bisschen mental unterstützen. Besser als jetzt. Allein schon, dass sie noch so viele Helikopter haben. Ich glaube, ich habe schon 8 oder 9 vom Himmel geholt. Auf die Piste. Ein Rennen bestimmt, ne? Ach, scheiß auf Helikopter. Aber wir müssen wir müssen Flugzeug klauen. Jo, machen wir das mal. Okay, 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 okay. Auf die Piste. Das hört sich ganz gut an. Ja. Okay, ich versuche beizutreten gerade, wie du siehst. Ja. Ja, Tritt bei steht bestimmt schon bei dir. Ja, das steht schon bestimmt bei dir. Nee, eingeladen. Bezahle ich jetzt einfach mal $500, um das loszuwerden, das Fahndungslevel. Das geht immer gar nicht. Okay, kannst losmachen. Bimbo! Ah, wie schön es ist, was zu trinken. Jawohl, machen wir das doch mal hier, ne? Jo. Ne. Und was ist denn noch ein süßes Crew-Level? Was ist? Ich habe ein süßes Crew-Level? Ja. Warum das? Ich habe ja schon 49 oder sowas. Bei dir stand ja gerade mal 29 oder so. Bei mir steht Crew Level 69, bitte, also. Ich hab 29 gelesen. Wo ist denn dein Wagen? Ja. Fahr ich mal mit. Mein kleiner roter Flitzer. Ich bin das neue Elektroauto, ich bin tierisch schwul. Hier kommt schon der CXF wirklich besser. Sagt ihn trotzdem. Tu uns allen einen Gefallen und fahren in diesen Baum rein. Nein. Na, wenigstens kann er ein bisschen Gelände fahren. Oh, der ist so pushy-mäßig, der schafft das nicht lange. Das ist eben ein Elektroauto. Der schafft es. Okay, er gibt ganz schön Gas auf lange Strecke, aber jetzt müsste es richtig noch so schön rödern. Oh. Ich mag diesen Sound von Benzin. Einfach so schön, wenn sie richtig schön knattern und rühren. Ist so schön ruhig. Wir sind ja viel schlauer, wenn wir uns an die Straßen anstellen und von Meriwether uns einen Helikopter holen, kommen lassen und uns dann hinfliegen lassen. Ginge auch. Ich meine, wäre auch viel schneller, anstatt diese 5,83 Kilometer zu fahren. Ja, wir müssen ja die Folge ein bisschen in die Länge ziehen, ansonsten, wenn es zu lange dauert, kannst du auch wegschneiden. Nein. Jetzt kommen noch ganz viele Product Placements. Kauf Coca-Cola, Kauf Coca-Cola, Kauf Coca-Cola. Okay, und das hätte ich mir nicht mehr. Boah.